Star Wars Episode 3 hat schon, würde ich sagen, mit die besten und auf jeden Fall auch die meisten Lichtschwertduelle von allen Star Wars Filmen. Aber was wäre, wenn ich euch erzähle, dass das Ganze noch heftiger und epischer hätte werden können? Es gibt nämlich mehrere gelöschte Szenen, beziehungsweise sogar eher Behind-the-Scenes-Clip, in denen man Kämpfe sieht, die es so leider nicht mehr in den finalen Film geschafft haben, aber trotzdem richtig, richtig geil aussehen. Darunter zum Beispiel Obi-Wan Kenobi, der alleine gegen drei Magna-Wachen gleichzeitig kämpft, Count Dooku, der teilweise deutlich bessere Moves drauf hat und gleichzeitig Anakin und Obi-Wan abwehrt, und auch ein längerer Fight zwischen Palpatine und den anderen Jedi, beziehungsweise Mace Windu, die den Cut auf jeden Fall verdient hätten und nicht einfach nur, ohne irgendwie was großartig zu machen, abgestochen zu werden. Also sehr schade, dass es die Szenen nicht mit reingeschafft haben, aber auch so, ohne die waren die Fights in Episode 3 schon mal deutlich, deutlich besser als das, was wir da teilweise in Episode 2 sehen mussten.